Pfaffenhofen wird Ihnen präsentiert von der Le Jeune Akademie München. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Heute freue ich mich auf ein Gespräch mit Nick Trachte. Hallo Nick, schön, dass wir bei dir vorbeigucken im Boxwerk. Hallo, freut mich sehr, Jörg. Schön, dass ihr hier seid. Sag mal, ich habe so als Überschrift für Boxwerk gelesen, hier Blut, Schweiß und Tränen. Wie oft trifft das zu? Trifft schon natürlich irgendwo zu. Also ich spiele selber sehr gerne auch mit diesem Klischee, was das Boxen und diese... Das ist ein bisschen anrüchiger, was es ja auch transportiert und mit sich hat, was ja auch eine gewisse Sexiness mittransportiert. Aber Blut, Schweiß und Tränen, ja, ich sag mal im Wettkampfbereich, da geht es natürlich schon zur Sache. Ja. Da trifft es auf jeden Fall zu. Nur im Trainingsbereich, was viele Leute ja für sich entdecken, den Boxsport, diesen konditionellen Bereich und den technischen Bereich, da ist vielleicht ein bisschen weniger Blut und auch ein bisschen weniger Tränen, aber der Schweiß trifft in jedem Fall zu. Ja, so man hat das Gefühl, dass das Boxen im Moment so eine Trendsportart auch ist. Wie würdest du das, wie siehst du das? Wer kommt hierher, um sich fit machen zu lassen bei dir? Also es ist wirklich ein sehr bunt gemischtes Publikum hier, vom Handwerker, Schreiner über einen Akademiker. Viele Frauen auch. Wir haben Kinder, also es geht mit 5-Jährigen hier los, 5-, 6-Jährigen, das Bambini-Training übers Kindertraining. Charles Schumann, weil er ansprichst, irgendwie so, ist hier auch mit, ich glaube, über 85 ist er jetzt alt und steht noch wie du aufrecht da. 85 bin ich noch nicht. Noch nicht da, aber du stehst aufrecht noch im Leben, ja, ja. Und hält sich natürlich auch durch den Boxsport fit. Und es erfreut sich schon einen gewissen Trend sicherlich seit einigen Jahren auch. Was mich natürlich freut hier mit dem Boxwerk oder auch wichtig ist, dass ich meine Miete zahlen kann und meine Trainer. Aber es ist schon ein hartes Training. Also es ist nicht nur so, ach, ich mache bitte Boxen, sondern man muss es auch wirklich wollen. Gibt es auch Leute, denen du sagst, ihr seid hier falsch, kommt hier nicht rein? Also es ist zum Glück sortiert sich das sehr stark schon selber aus. Ich habe selber auch Muay Thai, Thai-Boxen, Kickboxen früher betrieben in der Jugend. Ja. Das zieht vielleicht ein bisschen mehr, ich sage immer so Schwörer, ich schwöre so Leute an, die vielleicht dann auch den Kampfsport missbrauchen auf der Straße oder gegen Schwächere oder Opfer. Und das lasse ich natürlich nicht zu. Also das war schon das ein oder andere Mal, aber das kommt in den 13 Jahren Betrieb jetzt hier so gut wie nie vor, dass jemand hier rein spaziert und wirklich sauber trainiert. Also es sind wirklich, ist ein gutes Miteinander bei uns und es sortiert sich schon sehr stark selber aus. Also der klassische Boxsport, richtig Gentleman-Sport, viele Frauen eben auch und es fühlen sich alle anständig auf. Und wenn ich aber mitkriegen sollte, dass jemand den Boxsport missbraucht, irgendwie, um jemand anderen einen draufzuhauen, der vielleicht schwächer ist oder so, dann fliegt er natürlich sofort hochkant raus oder wird das Gespräch gesucht. Also das wird nicht toleriert bei uns. Hast du mal so rausgefunden, was die Leute am Boxen so fasziniert, wenn sie hierher kommen? Was sie so für eine Erwartungshaltung haben? Also in erster Linie, glaube ich, ist erstmal die Erwartungshaltung von vielen, ach Boxen, ich steig gleich in den Ring rein und so, ist es aber gar nicht der Fall. Also es fängt wirklich an der Basis, an der Beinarbeit an, am Beinkoordination wird koordinativ viel gearbeitet. Und der Boxsport basiert auf 4 Säulen, Technik, Taktik, Kondition und die Psyche, für den Wettkampf wieder die Psyche, der Kopf, das Herz, das Wichtigste eigentlich, mindestens 70%. Taktische Elemente wie beim Schachspielen, psychologische Kriegsführung, sage ich mal, wie am Schachbrett. Es gibt auch Schachboxen. Wir haben auch einen Schachbox-Vize-Weltmeister hier bei uns. Das muss man erklären, dieses Schachboxen. Das ist ja eigentlich eine Sache, wo man denkt, das widerspricht sich erstmal total. Ja, also das Schachboxen, ein Bekannter von mir, die Ipe Rubing, ein Holländer, hat das erfunden, der ist leider verstorben. Mein Baujahr, 74er Baujahr, Rumble in the Jungle, Ali gegen Foreman, damals 74. Der Ipe Rubing hat es 2003 ins Leben gerufen. Eigentlich wollte er so eine Kunstperformance machen in Amsterdam und ist mit einem befreundeten Künstler, der auch boxte, in den Ring gestiegen
und haben eben den Wechsel 3 Minuten Schach, Blitzschach, also nicht entspannt mit Rotweinglas und wir haben den ganzen Abend Zeit, sondern es ist dann wirklich unter Zeitdruck, 3 Minuten Blitzschach, 3 Minuten Boxen, 3 Minuten Schach, 3 Minuten Boxen im Wechsel. Ähnlich wie Biathlon, fast noch komplexer, diese Sportart. Und weil du sagst, ja, erstmal denkt man, Schach und Boxen hat überhaupt nichts miteinander zu tun, aber diese eine der 4 Säulen im Boxsport, die taktische Komponente, ist ja im Schach auch ganz entscheidend. Das Interessante ist natürlich, auf dem Schachbrett sich zu konzentrieren, auf das Schachspiel und dann in den Ring rein und dann Adrenalin hoch und dann aber wieder versuchen, dass der andere mich nicht weghaut und ich die Runde sauber box und dann aber wieder runterfahren und wieder wirklich auf Schach konzentrieren. Das ist eine sehr komplexe und sehr spannende Sportart und verbreitet sich auf der ganzen Welt. Also in Indien, in Alaska, in Los Angeles, wo ich 2 Jahre gelebt habe, knapp, gibt es immer mehr Schachboxclubs und wir betreiben das so. Eben bei auch, ich glaube, in Bayern sind wir eine der wenigen, die das machen. Ich würde sagen, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass das Boxen so ein bisschen auch aus diesem Image des Hau drauf wegkommt, ne? Oder weggeht. Wenn du sagst, also auf der einen Seite eben dieses Boxen, und auf der anderen Seite diese Kopfarbeit, ne, beim Schach. Weil du sagst, Trendsport oder immer mehr Leute finden den Boxsport auch interessant als Freizeitsport. Ja. Ich sag mal, früher oder so von der geschichtlichen her ist der Boxsport natürlich eine sehr, sehr harte Sportart, wo Underdogs früher aus dem Ghetto oder irgendwo versucht haben, halt hochzukommen und diese Chance ergriffen haben und gesagt, das ist mein einziger Strohhalm und ja, ich will Boxweltmeister werden, ich will reich werden, meine Familie irgendwie ernähren und schaffen, irgendwie rauskommen aus meinen Armutsverhältnissen. Aber was du auch sagst, das glaube ich, das begeistert immer mehr Menschen, dass sie sehen, okay, der Boxsport, gerade der sehr konditionelle Aspekt, Kraft, Schnelligkeit, Ausdauerbeweglichkeit, Koordination, koordinativ spielt wieder in die technische Seite mit rein, sehr anspruchsvoll, ist eben nicht nur eine Hantel irgendwie hochheben für einen dicken Oberarm, sondern es beansprucht den ganzen Körper und in jeder Kampfsport, sage ich auch den Geist, also der Geist, der Kopf, ist sehr stark involviert und im Training bin ich im Hier und Jetzt. Ich kann eben nicht wie beim Joggen über meine alltäglichen Probleme nachhirnen, sondern ich bin wirklich im Hier und Jetzt, was uns auch die Gesellschaft ja teilweise verloren gegangen ist durch immer Handy. Und bei mir ist zum Beispiel auch im Boxsport striktes Handyverbot. Das wird nicht toleriert, weil ich will nicht, dass die Leute wie im Fitnessstudio auf der Tretmühle ständig weiter in ihr Handy reingaffen, sondern da sind wir hier im Training, im Miteinander und schauen uns auch mal in die Augen und nicht nur in die Kiste rein, ja. Sag, und dieses sozusagen dein erstes Boxstudio und dann bist du so erfolgreich geworden, dass es ein zweites gibt, ne? Oder? Ja, ganz so. Also sicherlich erfolgreich, dass es jetzt das Boxwerk seit 13 Jahren gibt. Ja. Wir haben auch einige Mitglieder hier zu verzeichnen. Wir haben auch eine sehr erfolgreiche kleine Wettkampfstaffel, wo wir 2018 bayerischer Mannschaftssieger von über 120 Vereinen geworden sind. Aber es ist einfach, ja, weil du sagst, erfolgreich vom Platz her ist es halt sehr überschaubar. Wir gehen jetzt da mal rüber. Das ist auch das Paradoxe. In Quersumme ändert sich nichts. Schwindstraße, Haus Nummer 5 in die 14. Ich habe in ganz München geschaut und dann mit über 300 Mitbewerbern um diese Fläche gekämpft. Ja. Während dieser ganzen Corona-Zeit. Das war schon ein Kampf und ist immer noch ein Kampf. Auch drüben die Baustelle und das alles. Aber mein großer Traum, ich habe den Olympiaring von 1972 da stehen. Aha. Und einfach mehr Platz und die Möglichkeit jetzt, mich zu erweitern und den Mitgliedern einfach da mehr Platz, mehr Möglichkeit zu bieten. Sind dir denn in der Corona-Zeit viele Leute verloren gegangen? Weil ich meine, man sollte ja Abstand halten von anderen Menschen. Und beim Boxen ist das ja alles andere als Abstand halten. Ne? Wir haben bestimmt ein Viertel bis fast ein Drittel Mitglieder verloren in dieser Zeit. Yeah. Ich hatte ja Berufsverbot. Ja. Bis jetzt war ich, also ich glaube 10 Monate waren wir, was für mich eine ganz neue Situation war, weil seit 13 Jahren ich übernehme Verantwortung für alles hier und halte es am Laufen, habe es aufgebaut, habe Verantwortung für, ich habe über 15 Trainer hier, die ich beschäftige und auf einmal wird einfach einem die Möglichkeit genommen und die Hütte zugesperrt. Muss richtig zusperren. Genau, also wir haben schon Online-Training, also über den Bildschirm dann gemacht und auch Outdoor-Trainings, das war aber ja auch lange Zeit nicht möglich, aber beim Boxsport ist das schon
sag mal, Yoga oder sowas ist ein bisschen einfacher über die Kamera, aber auch da merkt man, die Leute brauchen den Austausch, wollen zusammenkommen. Auch in der, es ging auch Kindern, vielen Leuten ja auch schlecht in der Zeit, psychisch einfach dieses, wir sind nicht geboren für immer Abstand. Natürlich in so einer Situation dann schwierig, ich gehe damit um, aber das war schon eine Herausforderung. Und eben dann die Baustelle drüben, auch aufgrund von mehr Platz, Abstand, konnte die Leute hier dann gar nicht mehr trainieren lassen, weil wir hatten teilweise 40 Leute hier im Training, auf dieser Fläche. Und hier siehst du, wir haben das alles abgeklebt. Ach so, da. Eben, das sind dann immer diese 1,5 Meter Abstand gewesen. Ah, okay. Ich seh da hinten diese ganzen Pokale. Wie wichtig ist das für dich, diese Pokale zu haben und eben auch zeigen zu können, dass das ihr einiges richtig macht, weil ihr diese Pokale halt auch bekommen habt? Ich sage mal, das sind vielleicht um die 5-10% unserer Mitglieder maximal, eher 5%, die den Boxsport aktiv ausüben. Ja. Da drüben, das ist noch aus meiner Zeit, aus Los Angeles mit Freddie Roach, eine Trainerlegende, und Manny Pacquiao, ein achtfacher Weltmeister, also ein Wahnsinn. Auch da hatte ich die Ehre, zweimal bei der Trainingsbereitung miterleben zu dürfen und habe da auch trainiert beim Freddie Roach im Wildcard-Gym. Und diese Pokale und Medaillen, das ist von unserem gemeinnützigen Verein vom Boxwerk München e.V., wo wir unsere aktive Wettkampfstaffel haben. Und das ist mir schon wichtig, dieses olympische Boxen, eben, dass auch ein Teil der Leute hier einfach die viel trainieren, und das Talent musst du schon ein bisschen mitbringen, ja, aber noch viel wichtiger den Trainingseifer und Fleiß, und da kann man sich einfach auch nicht auf einer Mannschaft ausruhen, sondern du stehst allein im Ring, du hast dein Team in der Ecke und deinen Trainer, aber im Ring ist dann wirklich Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau, bist du da gefordert, das ist einfach schön, da Erfolge zu feiern, ja, und da auch, wie du sagst, zu sehen, man macht auch ein bisschen was richtig, wo wir ein kleines, aber feines Team haben. Lass uns doch mal jetzt in deinen zweiten Boxstall sozusagen gehen und uns angucken, wie es da aussieht. Sehr gerne. Gehen wir rüber, einfach eine Querstraße weiter in die Hausnummer 14. Prima. Sag, und in eurem Boxwerk habt ihr viele Trainer, die auch aus verschiedenen Ländern kommen, ne? Ja, ist wirklich bunt zusammengewürfelt. Ich glaube, wir sind 15, 16 Trainer, mindestens aus, ich glaube, wenn es langt, 10 Nationen ungefähr. Haben die jetzt alle eine andere Technik und sehen das alles ein bisschen anders, oder gibt es eine Sprache beim Boxen? Nee, es gibt schon natürlich auch die verschiedenen Einflüsse aus verschiedenen Ländern. Es gibt gewisse, ich sag mal, Gesetzmäßigkeiten. Du willst Stabilität mit Beweglichkeit zum Beispiel kombinieren, da beißt die Maus keinen Faden ab. Aber es gibt verschiedene Einflüsse, und das ist eigentlich auch das Interessante. Das ist eigentlich immer eine Bereicherung. Und jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch muss auch für sich rausfinden, was ist für mich, was bringt mich ans Ziel. Sowohl im normalen Leben wie auch im Boxtraining ist das natürlich auch so, dass du für dich dann raussuchen musst, mit welchem Stil, was liegt mir. Also grundsätzlich ein größerer Mensch wie du, der steht im Regelfall eher seitlich, so Klitschko-mäßig, und hält so einen Wadelbeißer wie mich eher erstmal weg. Ich muss eher beweglich boxen, rankommen. Aber auch das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Angriffsboxer, Konterboxer. Also es hat dann viel mit Taktik wieder zu tun oder mit einer technischen Ausprägung oder was einen einfach weiterbringt und zum Erfolg, zum Ziel führt. Ich finde das interessant, weil du bist ja nun ewig schon im Geschäft, viele Jahrzehnte. Und wenn dann jemand hierher kommt als Anfänger, kannst du dann gleich einschätzen, das ist einer, aus dem könnte man was machen? Und woran würdest du das festmachen? Soll ich jetzt dich beurteilen, so von der Bewegung und alles? Kannst du gerne machen. Also ich war schon beim Schönheitsoperateur, und der hat mir gesagt, ich müsste meine Nase ein bisschen mehr Gedanken machen. Nee, ist besser, dass du so gelassen hast. Das ist der Charakter. Also wenn du im Training jemanden siehst, dann kannst du das schon beurteilen, von der koordinativen Fähigkeit, von
diversen Dingen, ja, wie sich jemand bewegt und gibt. Allerdings spielen sehr, sehr viele Komponenten zusammen. Ich habe vorhin die psychische Komponente erwähnt. Mhm. Es gibt zum Beispiel, ich sage mal so Trainingsweltmeister oder Leute, die schauen aus wie ein Gedicht beim Schattenboxen oder am Sandsack und bewegen sich wirklich sensationell und denkst, das ist der nächste Weltmeister so ungefähr. Yeah. Und dann steht so jemand in den Boxring rein und kann auf einmal gar nichts mehr, weil er mit dem Druck nicht umzugehen schafft, yeah, weil er dann eher vielleicht gelähmt ist oder dann eben diese Lockerheit fehlt. Mhm. Und das ist natürlich diese Komponente, diese psychische Komponente, die sehr, sehr entscheidend ist. Also es dauert wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen, bevor man so ein endgültiges Urteil ansprechen hat. Ja, da muss man Sparring. Sparring ist sogenannter Übungswettkampf. Mhm. Beim Sparring kannst du schon einiges sehen, wie sich jemand verhält, in Drucksituationen damit umzugehen, cool zu bleiben. Weil jeder Mensch hat zum Beispiel Aggressionen, jeder Mensch hat Ängste. Mike Tyson war ein Angstboxer, der natürlich Angst gehabt, eigentlich nicht vor diesem körperlichen Schmerz, sondern vor dieser Demütigung, vor einem Millionenpublikum irgendwie am Boden liegen zu können. Ja. Dieser Aspekt ist einfach beim Boxen sehr stark gegeben, dass du lernst, damit umzugehen, mit deinen Aggressionen, die für dich zu nutzen im richtigen Moment und eben nicht rot zu sehen. Wenn der andere dich dreimal trifft, dann rennst du in Konter rein, sondern dich zu kontrollieren. Das ist in jedem Kampfsport einfach ziemliche Kontrolle über Körper und Geist zu erlangen. Klingt sehr, ich sag mal, vielleicht philosophisch oder so, aber es ist tatsächlich so, dass beim Boxsport man Körper und Geist in Einklang bringt. Und nur dann bist du auch im Wettkampf erfolgreich, wenn du in dir ruhst und wenn du einfach umgehen kannst mit Drucksituationen, mit Ängsten. Und dafür musst du dich selber auch damit ja konfrontiert haben davor mal, dass du gerade in der Drucksituation vor Publikum, vor anderen Menschen einfach eine starke Persönlichkeit dann bist im Ring und versuchst auch das dem anderen, deinem Gegenüber, ein bisschen aufzuoktroyieren, dass der nicht ins Rollen kommt, dass du deinen Stil praktisch, deinen Stiefel durchboxt und eben cool bleibst in dieser Drucksituation. Und das Boxen ist auch wie ein Spiegel. Also du siehst eigentlich deine Fehler, also eigentlich nicht dein Gegenüber, sondern es ist eigentlich immer, bist du immer selber. Also du musst dich viel mit dir selber auseinandersetzen und viel in den Spiegel, sage ich mal, schauen. Und an dir arbeiten. Aber das verstehe ich nicht ganz. Also, dass das sozusagen mein Fehler sein kann, weil der andere kann einfach doch auch der Bessere sein. Der kann natürlich der Bessere auch sein. Damit muss ich dann in der Situation auch umgehen. Aber es ist der Fehler in Anführungszeichen. Dann bin ich halt irgendwo nicht so weit. Mhm. Hab an irgendeinem Punkt nicht so weit an mir gearbeitet, dass ich die Situation unter Kontrolle bekomme oder in den Griff bekomme. Natürlich, der andere hat mal einen besseren Tag. Es geht auch beim Boxen nicht nur um Gewinnen und Verlieren, sondern das Entscheidende ist eigentlich das Training die ganze Zeit. Der Wettkampf ist dann, sag ich mal, der Höhepunkt für jemanden, der das extrem betreibt, den Boxsport, sagt, da mache ich das. Aber das, was die Leute ja gar nicht sehen, ist dieses jahrelange Training, und auch vor einem Wettkampf wochenlang, monatelang, diese Entbehrung, wie du vorhin gesagt hast, Blut, Schweiß und Tränen. Das sind Worte von dir, die ich übernommen habe. Aber trotzdem, um da nochmal herzukommen, hat nicht Boxen auch ein bisschen was Archaisches? Blood, Sweat and Tears ist übrigens eine Band gewesen, also das sind nicht nur von mir die Worte. Nein, weiß ich gar nicht. Was Archaisches? Ich glaube, aus Chicago kamen die Blood, Sweat and Tears. Ja, das kann gut sein. Aber was Archaisches, also das ist wirklich also von auch ganz früher kommt, ja, wo man vielleicht, so, um zu überleben, eben auch kämpfen muss. Natürlich, ne? Also dieses Mann gegen Mann oder auch Frau gegen Frau, ist eins gegen eins, ist natürlich, also ich fahre immer zu den Olympischen Spielen, also auch mir ist es wichtig, dieses olympische Boxen, dieser Gedanke, und dass das alles fair zugeht, ist ein dritter Mann oder eine dritte Frau im Ring, die oder der darauf schaut, dass das alles nach Regeln fair abläuft. Sobald das Knie am Boden ist oder so, wird unterbrochen. Hat natürlich was sehr Archaisches, was du sagst, Jörg. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch das, was natürlich die Menschen seit jeher begeistert, irgendwie dieses fasziniert,
dieses Archaische, eben dieses auch Körperliche, was in unserer Gesellschaft auf der einen Seite glücklicherweise nicht so da ist, dass ich draußen Angst haben muss, mich verteidigen zu müssen. Auf der anderen Seite ist es auch irgendwie in unserer Gesellschaft verloren gegangen. Ich sage mal manchmal dieses zu sehr Verkopfte und diese Körperlichkeit, die dann oft auch fehlt, dass ich also dieses, was ich vorhin gesagt habe, während der Corona-Zeit, Abstand, Menschen sind nicht für Abstand gebaut. Ja. Oder? Nee, klar. Nick, du hast jetzt schon ein paar Mal Frauenboxen auch mit erwähnt. Also nicht, dass wir Frauen boxen würden, sondern dass Frauen kommen zum Boxen, zum Training. Also Mann gegen Frau hat es hier noch nicht gegeben, oder? Doch, jetzt nicht im Wettkampfbereich, aber im Training wird bunt durchgemischt. Da ist wirklich, aber die Leute sind hier gentlemanlike, die Männer. Das ist wirklich mir ganz wichtig. Auch generell, wir haben hier einen Europameister oder Top-Leute im Wettkampfbereich. Aber die auch genauso den Respekt, darum steht drüben an der Tür, Respekt, give it, get it, das leben wir. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass nicht einer, der besser ist, jetzt dem anderen eine draufhaut, sondern eher dem was zeigt und der davon profitieren und lernen kann und mal gemeinschaftlich weiterkommt. Auch weil du gesagt hast, weil viele verschiedene Nationen Leute hier sind, wir haben in den 13 Jahren Boxwerkbetrieb nie eine wilde Schlägerei oder irgendwas hier gehabt. Ja. Das ist, glaube ich, in meinen Fußballclubs ein bisschen anders. Ja. Weil es ist ein Safe Space und gerade durch diese Durchmischung einfach ein Respekt füreinander da gegeben. Und gerade in einem Kampfsport, man denkt immer, ja, die hauen sich nur voll eine drauf. Im Wettkampf klar, aber im Training ist es wirklich ein sehr starkes Miteinander. Und selbst im Wettkampf danach nehmen sich die meisten in den Arm, weil der Respekt vor der Leistung, vor der Entbehrung von dem Ganzen dem Gegenüber gezollt wird und da ist und man das wirklich auch hoch schätzt, in den Ring reinzusteigen. Das ist eine sehr große Leistung, mit dieser Angst umzugehen, mit diesem Druck umzugehen. Können natürlich nicht alle, ist nicht so einfach. Aber nochmal auf Frauen zurückzukommen. Ah, ja. Ich schweife mal ein bisschen aus. Nein, macht ja nichts. Aber nun wissen wir alle, dass Frauen körperlich anders gebaut sind als Männer. Gibt es da andere Regeln, wenn Frauen miteinander boxen? Also im Training jetzt prinzipiell nicht, aber es gibt im Wettkampfbereich ist die Rundendauer ein bisschen kürzer. Da ist 2 Minuten anstatt 3 Minuten die Zeit und auch im Regelfall weniger Runden teilweise. Wobei, ja, das kommt immer drauf an, um Amateur- oder Profiboxen. Aber generell gibt es jetzt da, und im olympischen Boxen, sorry, dass ich unterbreche, haben die Frauen einen Kopfschutz. Das ist im Amateurbereich bei den Männern abgeschafft worden. Und wie ist mit der Brust? Ja, also da gibt es natürlich auch Polster, so Schützer oder so gibt es auch. Aber da darf man hin, da schlagen die da auch hin. Genau, ja. Das ist auch Trefferfläche. Genau. Also praktisch hier Oberkörper, Kopf ist alles tatsächlich Trefferfläche. Und da gibt es einen besonderen Brustschutz dann. Denn da stelle ich mir vor, dass das also bei Frauen jetzt nicht unbedingt angesagt ist. Ich kann es jetzt auch nicht so sagen, wie sich's anfühlen würde, aber. Aber man muss sagen, also wenn jemand das wirklich wettkampfmäßig betreibt, da sind die Damen auch so trainiert, dass die damit umgehen ohne Probleme oder umgehen können. Ja. Wie war das für dich? Denn Frauenboxen so lang gibt's das ja noch nicht. Ne? Also so richtig lang. Also im olympischen Boxen war ich 2012 war das in London. Mhm. Da war das erste Mal, wo Frauenboxen auch erstmal erlaubt worden ist. Aha. Im Profibereich gibt es schon länger. Aber ja, also es gibt auch noch Länder, wo Profiboxen für Frauen oder generell Boxen für Frauen verboten ist. Ja. Wir hatten eine hier, aus der im Heimatland, da durfte sie nicht. Die ist praktisch, hat bei einer großen Meisterschaft mitgemacht und konnte dann gar nicht mehr heim, weil das dort nicht erlaubt ist. Und seitdem wohnt die in Frankreich, war dann eine Zeit hier, hat bei uns auch trainiert. Mhm. Super tolle Frau, die sich da durchgekämpft hat und diesen Weg geht, weil sie gesagt hat, das ist mein Sport, ich will diese Freiheit, ja. Nicht mehr heim. Genau, da gibt es auch eine Berlinerin, die mit Kopftuch boxt. Das die Saina, ja, die war auch schon ein paar Mal hier. Ja. Genau, ja,
das ist auch... Ja, war das für dich gleich eine Sache, wo du gesagt hast, ja klar, Frauen können auch boxen, oder musstest du dich da auch erstmal dran gewöhnen, dass das jetzt stattfindet? Nee, ich finde Gleichberechtigung für alle, jeder soll sich seinen Sport raussuchen, der ihm Spaß macht. Es gibt einfach wahnsinnig gute Boxsportlerinnen, Katie Tyler zum Beispiel aus Irland, also sensationell, die ganz viele Männer zerlegen würden, sage ich mal. Tatsächlich? Ja, ja. Aber klar, natürlich, Männer sind natürlich ein bisschen anders gebaut von der Physis her. Aber es gibt wirklich extrem gute Boxerinnen. Auch, das hat sich auch die letzten Jahre sehr, sehr positiv entwickelt, muss ich sagen. Dann lass uns doch mal in den Ring steigen. Das ist auch ein Gedicht, so Frauen zuzuschauen, die einfach wissen, was sie tun. Bei den Frauen war es in Deutschland Regina Halmich, die da... Regina Halmich, ja. Die hat, aber wenn ich mir angucke, wie die so nach so einem Boxkampf ausgesehen hat, dann also, das war schon heavy, ne? Ja, also es ist unbestritten ein harter Sport, der nicht für jeder Mann oder jeder Frau auch gemacht ist. Ja? Das ist ein körperlicher Sport. Ja. Und hier, sag mal, das gibt nach der Boden, gell? Genau, das ist gefedert. Das sind praktisch Holzplatten, Holzbretter. Und dann ist noch so eine alte, traditionelle Filzschicht, die auch hier ist. Weil das ist dieser Originalring von 72 hier aus München, von Olympischen Spielen. Und das ist eben auch noch wirklich mit so einem dicken Filz. Und dann dieser Canvas, sagt man, so Segeltuch, Sehnen, Segelleinen. Also, weil man sieht ja die Boxer immer so ein bisschen hüpfen, ne? Ein bisschen federn, schreiten, gleiten, federn, gleiten, bewegst du dich praktisch. Ja, und der Boden geschmeidig hilft dabei. Und das hilft dabei. Und auch, wenn jetzt wirklich mal zu Boden gehst oder hinfällst, dann ist es natürlich weicher. Und wenn es gefedert ist, wie wenn es auf so einem ganz harten Boden stattfinden würde, ist natürlich zu gefährlich dann. Was auffällt, ist, dass du auch so Events hier hast in deinem Boxwerk, die ja mit Kultur was zu tun haben. Also Haus der Kunst hattest du mal ein Event hier. Und ich habe im Haus der Kunst mal ein Box-Event organisiert. Ach so rum, ja. Mhm. Waren, glaube ich, fast 3000 Leute im Durchlauf. Das war schon 2013, schon ein bisschen her. Aber mit dem Museum Brandhorst oder Gärtnerplatztheater habe ich für so ein Stück von Brecht und Weil mal vier Opernsänger choreografiert. Mhm. Da, Mahagoni, da ist am Schluss ein Boxkampf in dieser Oper. Die trainieren dann hier. Und die haben trainiert, die waren 16 Mal da und zwei davon, der Sebastian Campione und Stefan Sewenig, die waren da so angetan davon, haben auch noch ein bisschen weiter trainiert, vor allem der Sebastian Campione. Und dann haben wir, glaube ich, 4 oder 5 Mal Opernstimmen im Boxwerk gemacht. Mit drüben im alten Werk noch im kleinen Ring eine Pianistin. Mhm. Und die Opernsänger, die dann auch eine Boxeinlage gemacht haben und mit Boxkämpfen dazwischen. Und das ist von daher sehr spannend gewesen, weil ich, ehrlich gesagt, bin jetzt keiner, der, oder auch einige meiner Mitglieder, die jetzt ständig in die Oper marschieren. Ja. Oder Operngänger sind vielleicht jetzt auch nicht die typischen, das typische Klientel, das in einen verspitzten Boxclub reinmarschiert. Ja. Und ich liebe das einfach, so verschiedene Welten, Leute zusammenzubringen und Brücken zu bauen. So ein bisschen wie Schachboxen. Ja, wie Schachboxen auch. Einfach Brücken zu bauen. Ja. Und dann sind es halt ein halber Fanbus vom Stefan Sewenig angereist, die halt noch nie wahrscheinlich im verschwitzten Boxclub waren. Ja. Und die sind aber auch rausgegangen und haben ein super Feedback gegeben, haben gesagt, das Mensch, ich habe ein ganz anderes Bild vom Boxen, von der Boxerei gehabt. Und finde es sehr spannend, wie respektvoll ihr miteinander umgeht und wie herzlich die Atmosphäre ist und wie sportlich das Ganze abläuft. Und eben dieses Bild, ja, nur gebrochene Nase oder gebrochene Rippe oder blaues Auge, einfach da nicht das Hauptsächliche ist, was man dann beim Boxen als Bild oft sieht oder hat. Ja, 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 klar. Vor allen Dingen, wenn die dann hier in so einer Ecke sitzen, ne, und... Dahinter ist dann einer, der mit dem Handtuch wedelt. Oder davor. Das ist die neutrale Ecke, also ist praktisch die blaue und rote Ecke, wo dann praktisch die sitzen. In die neutrale Ecke, wenn du jetzt praktisch deinen Gegner hier mit der Kamera ausnockst und der zu Boden geht, dann musst du in die neutrale Ecke und da erstmal warten. Geht's weiter, rappelt er sich wieder auf oder ist der Kampf vorbei? Und dann gehe ich nicht in meine Ecke? Nee, dann gehst du in die neutrale, in die weiße Ecke. In deine Ecke gehst du praktisch immer, nach 3 Minuten ist eine Minute Pause.
Und man darf das nicht unterschätzen, 3 Minuten, der andere will dich hauen, du musst schauen, dich bewegen. Das ist natürlich eine extreme Energieleistung für den Kopf und für den Körper. Und das dann 12 Runden, ne? Also das, ja, bei einem großen Kampf, bei einem WM-Kampf zum Beispiel, geht es über 12 Runden. Früher gingen die Kämpfe sogar teilweise über 15 Runden oder noch zu Zeiten von Muhammad Ali. Aber das ist wirklich eine große Herausforderung. Und da brauchst du schon diese eine Minute zwischen 3 Minuten. Und da bist du in der blauen oder roten Ecke oder in deiner Ringecke. Und ansonsten sind es die neutralen Ecken. Wie wird entschieden, ob ich rot oder blau bin? Das ist, ich sage mal, im olympischen Boxen, da, wenn du Gäste hast, wenn du ein Turnier veranstaltest, dann haben die Gäste im Regelfall die rote Ecke und die Heimmannschaft die blaue Ecke. Aber ansonsten, es ist auch im Profisport nicht immer dann rot-blau, sondern dann hast du halt deine Ecke. Aber es ist auf jeden Fall, gibt es die 2 neutralen Ecken und das wird dann ausgekartelt, ausgewürfelt. Das wird dann vereinbart. Also so wie ich dich eben hier habe hüpfen sehen, ja, habe ich das Gefühl, dass du vor allen Dingen mit Geschwindigkeit arbeitest, oder? Speed kills. Also Geschwindigkeit ist sehr entscheidend natürlich. Aber nicht nur Geschwindigkeit, auch das richtige Timing und das richtige Distanzgefühl. Und weniger ist oft mehr. Also weil du sagst, so wie ein aufgescheuchtes Huhn rumzuhüpfen. Also du bewegst dich schreitend, gleitend, federnd. Und kostet natürlich auch viel Energie. Aber nur die ganze Zeit rumhüpfen ist auch nicht gut. Also es sind kleine Bewegungen, kleine Schritte, kleine Bewegungen. Und dieses Distanzgefühl, dieses Auge, dieses Timing, das dauert natürlich Jahre, dass das kommt. Und auch dieser Automatismus, der dann ist. Also man kann nicht immer dann über alles nachdenken. Ja, was mache ich jetzt? Und das ist so halb automatisiert auch teilweise. Diese Maid- und Pendelbewegungen und das Ganze braucht jahrelanges Training. Bist du schon mal ausgenockt worden? Und weniger. Richtig nicht, dass ich komplett weg war, aber Sterne habe ich schon öfter gesehen. Und hast du mal einen weggehauen? Und zumindest so, dass der Kampf dann vorbei war oder zu Boden geschickt. Ja. Überwiegend zur Leber. Das ist ein guter Punkt, also ja, für den, der trifft. Für den, der trifft, ist gut. Es kommt dann so leicht zeitversetzt. Und da, wenn man da richtig trifft, dann kann man auch nicht mehr viel machen. Da ist es schwierig, dann nochmal auf die Beine zu kommen. Aber was ich vorhin sagen wollte, weil du gesagt hast, ja, ist sehr viel und dieses Rumgehüpfe, auch da weniger ist oft mehr. Ich habe früher Schlagzeug gespielt und hatte früher in der Jugend 5 Toms und 1000 Sachen. Und dann habe ich immer gesagt, jetzt erstens das Rumschleppen für die Konzerte mit den ganzen Trommeln, das ist alles zu viel. Und dann wirklich nur noch keep it simple, Bass, Drums, Snare, Hi-Hat. Aber dass es groovt, dass es passt, ist eher noch schwieriger. Ja. Und du brauchst auch alles. Aber wie Miles Davis sagt, es kommt auf die Noten drauf an, die du nicht spielst. Also keep it simple, weniger ist oft wirklich mehr. Lernt man auch im Laufe der Zeit natürlich erst. Je älter man wird. Genau. Aber das ist sehr entscheidend, dass man sich aufs Wesentliche dann konzentriert einfach. Du sagen eben auch viele, Boxen kann auch echt gefährlich sein. Ja, also es gibt ja das eine oder andere Beispiel, haben andere Sportarten auch, dass sich der einer sehr verletzt und dann geht es einfach nicht weiter. Kannst du auch nicht ausschließen, so im Ganzen. Das, ne? Kannst du natürlich nicht ausschließen, genauso wenig, dass du es ausschließen kannst, wenn du am Tag ins Auto einsteigst, dass dir einer reinfährt. Aber natürlich, also man muss wirklich immer den Unterschied machen, der Boxsport als Training, als Hobbysport, dass ich sage, der technische und konditionelle Aspekt im Vordergrund, dass ich fit bin, wo ich aber auch sehe, dass die Leute, gerade auch die Damen, aber auch viele Männer oder Jungs davon profitieren und sagen, ich will eine Sportart, wo der Kopf auch gefordert ist, wo ich motiviert bleibe, weil ich Erfolgserlebnisse habe, weil ich weiterkomme, weil ich Fortschritte mache. Eben diesen Aspekt. Aber ich möchte jetzt nicht in den Ring reinsteigen und wirklich gegen jemanden boxen. Wobei man auch da sieht, dass oft dieser Reiz dann schon bei Leuten auch kommt mit der Zeit und sagen, erst am Anfang, ja, ich will jetzt nicht in den Ring reinsteigen, aber vielleicht das auch mal ausprobieren wollen. Und das im Training ist es wirklich eine sehr verletzungsarme Sportart. Also selbst im Wettkampfbereich ist, glaube ich, der Boxsport im olympischen Boxen von den Sportarten rangiert auf den hinteren Rängen. Also Fußball, Basketball, überall, wo du halt Verletzungen haben kannst.
ist da weit mehr vorne. Klar, wenn es natürlich hart auf hart kommt oder auch der Ringrichter und der Ringarzt menschliches Versagen und da nicht sauber drauf schauen und der Ringrichter nicht rechtzeitig dann irgendwann auch den Kampf abbricht, dann kann es natürlich schon mal auch wirklich fatale Folgen haben. Und zu viele Schläge auf den Zentralcomputer, sage ich, also auf den Kopf, sind natürlich auch nicht gesund. Also, ja. Weil da gibt es ja diese Helme, die da während des Trainings getragen werden. Und dann gibt es doch auch dieses leichte Berühren, also wo man nur andeutet. Ne? Semikontakt oder lockeren Kontakt. Ja. Ich sage mal, im Training gehst du ja auch nicht immer Vollgas. Und da geht es auch nicht drum, den anderen aus dem Ring zu prügeln, sage ich mal. Und das ist ein Miteinander. Und da schaue ich natürlich, dass ich keine Verletzungen davon trage. Also wirklich im Training sind sehr wenig Verletzungen. Der Wettkampfbereich, man muss wirklich immer trennen, betreibt es jemand wettkampfmäßig. Da muss man natürlich auch eine gewisse Härte mal lernen im Training, um auf den Ernstfall am Wettkampf vorbereitet zu sein. Dass man ein bisschen was einstecken. Dass man auch was einstecken kann. Aber da bin ich auch sehr stolz. Also unser Wettkampfteam ist eigentlich nie jemand schwer K.O. gegangen. Also weil wir Leute dann auch wirklich nur für einen Wettkampf in den Ring reinsteigen lassen, die wirklich sich auch so gut verteidigen können, dass es richtig schlimm nicht werden kann. Ich meine, die Möglichkeit besteht immer, wenn es schlecht läuft, aber in unserer, ich glaube jetzt auch 10 Jahre, wo unsere Wettkampfstaffel existiert, ist nie jemand wirklich, wirklich schwer ausgenockt worden oder hat wirkliche Schäden davon getragen. Du hast 3 Kinder, ne? 3 Kinder, ja. Und die dürfen auch alle boxen? Ja, ja, die waren im Bambini-Training und im Kindertraining. Jetzt macht der eine Leichtathletik, der andere Fußball und der dritte, der eine von den Zwillingen, tanzt oder macht so akrobatische Geschichten. Ich will die da auch nicht zu sehr hinpushen, aber ich glaube, jetzt mit dem neuen Werk sind sie schon ein bisschen heiß wieder drauf, auch mal wieder im Training einzusteigen. Ich finde es immer gut, die Kinder zu unterstützen, aber nicht irgendwo hin zu zwingen, weil dann nimmt man ihm vielleicht auch die Freude und den Spaß. Ich glaube, da kann man auch, also gerade zum Boxen kann man keinen zwingen, oder? Das ist ja. Es gibt schon Leute, die vielleicht durch die Eltern, glaube ich, gezwungen werden, aber ich erlebe es jetzt hier nicht so und finde es auch nicht gut, also handhabt es. Ich finde, die Kinder sollten schon auch irgendwann für sich entscheiden und nicht jede Woche jetzt ganz was anderes, sich schon mal auszuprobieren, aber irgendwann auch zu sagen, okay, das will ich jetzt und dann ziehe ich es auch durch und dann gehe ich auch ins Training und dann haben sie eigentlich auch Spaß dabei, wenn sie es für sich mal entschieden haben und ihnen was Spaß macht. Sport und auch Musik, diese Dinge, finde ich, kommt auch in unserem Schulsystem viel zu kurz. Bewegung überhaupt, wir sind Bewegungstiere, die Menschen, und es wird viel zu wenig bewegt. Und das macht einfach auch glücklich, Bewegung und auch Musik und Tanz und dieses Ganze. Was war für dich der Urknall, dass du gesagt hast, Boxen ist das, womit ich mein Leben verbringen möchte? Also zur Boxerei gekommen bin ich eigentlich über meinen Papa, über Karate, über japanische Kampfsportart, das Karate. Und dann in der Jugend habe ich mit dem klassischen Boxen begonnen, Kick- und Thai-Boxen und dann klassisches Boxen, weil es auch wieder keep it simple, weniger ist mehr, 3 Grundschläge, 3 Distanzen und mit dem Treten und den Beinen, das habe ich dann eher sein gelassen. Und das hat mich halt dann einfach fasziniert und in seinen Bann gezogen. Ich sage auch mal, wenn man ein bisschen affin ist dafür und angefixt ist, ein lässt es nie wieder los, den Boxsport. Zum Beispiel der Charles Schumann mit, ich glaube, 87 oder was er jetzt ist, der kommt immer noch ins Training und trainiert. Und also das ist wirklich eine Sportart, die du auch bis ins hohe Alter betreiben kannst, weil die Gelenke, Hüfte, Knie, alles sehr schonend das dafür ist. Wieder das Training. Wettkampf ist eine andere Geschichte, klar. Aber vom Training her kann man das wirklich eigentlich sein Leben lang betreiben, auch wenn man älter ist. Oder auch bei Parkinson. Es gibt Boxtraining, ist sehr, sehr gut gegen Parkinson, auch weil es koordinativ sehr anspruchsvoll ist. Wie Tischtennis auch, Reaktionsschnelligkeit, um diese Krankheit aufzuhalten. Da haben wir auch Training gehabt schon mit Parkinson-Patienten oder Leuten. Mein Schwiegervater hat leider Parkinson. Da möchte ich auch ein Projekt in der Zukunft anstoßen. In Amerika ist das schon mehr verbreitet auch. Gegen wen kämpft denn der Schumann? Das müssen wir. Der Charles Schumann, der macht mit einem unserer Trainer, macht der Personal Coaching. Wobei auch der mit dem dann ein bisschen Sparring auch macht. Also der will schon wissen, der ist
Ja, das kein Kind von Traurigkeit, nein, der Charles. Das merkt man auch, wie er mit seinen Gästen umgeht. Ja, ja. Manchmal, er schießt schon manchmal auch ein bisschen übers Ziel hinaus. Bin ich ganz bei dir. Aber er ist zumindest, wie wir vorhin auch gehabt haben, wie der Rocky Graziano, Rocky Gianni, er ist jemand, was ich gerne habe, gerade raus. Der sagt einfach, ohne Rücksicht auf Verluste, was er meint. Wie gesagt, er übertreibt. Manchmal sollte er schlucken. Ja, aber, das, ja. Da sind wir uns einig. Aber zumindest, er ist gerade raus. Ja. Das ist auch eine Eigenschaft, ist mir oft lieber wie hintenrum. Das Gefühl habe ich bei dir auch, dass du sehr gerade raus bist und dass du sehr genau weißt, was du hier machst. Und ja, ich kann dir an der Stelle nur viel Erfolg für dein Boxwerk weiter wünschen. Und danke, Jörg. An der Stelle ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Nick. Danke, habe mich sehr gefreut. War mir eine Ehre, dass du zu Besuch gekommen bist. Na, ganz meinerseits. Van Hoven wurde Ihnen präsentiert von der Lüjen Akademie.